Ja, hallo zurück. Ihr seht recht, wir sind auf Starfish Island und es ist so, da wir jetzt ja den Dias als neuen Auftraggeber haben, haben wir auch die Berechtigung, das Starfish Island zu betreten. Wir können jetzt also auch hier noch den Monster Stand machen und zwar werden wir das gleich tun. Wir sammeln auch noch die 5 versteckten Päckchen, die es hier auf der Insel gibt. So, es fehlen jetzt also noch 3 Monster Stunts. So, jetzt muss ich schauen, ob wir hier... Das sieht komisch aus. Naja, versuchen wir es nochmal. Ja, funktioniert. Das erste der 5 Päckchen ist gerade hier. Jawohl. Und jetzt schnappe ich mir den Komet. Den geht es nämlich ein bisschen schneller. Den kann man auch noch. Upsala. So. Noch ein Päckchen. Hello, Chicas. Ui. Zumindest gerade so wie, ich weiß nicht, wir nennen das hier in der Schweiz, sagen wir dem Putschi-Auto fahren. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland oder in Österreich sagt, aber bei uns nennt man das Putschi-Bahn. Das gibt es immer auf der Kirmes. Da sitzt man in so einem, ja, elektrischen, also elektrisch betriebenen, ja, so ein Kleinfahrzeug, das ist auf der Seite hat es so, so aus Gummi. Moment mal, 1, 2, 3. Hä? Habe ich, ja, ich habe das Päckchen geholt, ich war jetzt geistig abwesend. Ich hoffe, dass es für diese Folge noch, oh, ist mich vorbeigefahren. Ich hoffe, dass es für diese Folge noch reicht mit dem Päckchen, weil dann haben wir wieder etwas abgeschlossen. Es gibt auch noch einen Rampage auf Starfish Island. Den werde ich jedoch wie gewohnt wieder off-air machen. So, jetzt vorsichtig nicht ins Wasser fahren. Jetzt fahre ich mal hier raus. Ja, genau. Und das Päckchen, das ist gleich hier unten. So. Und jetzt noch das letzte. Ich glaube, für das letzte müssen wir... Ups. Na gut, egal. Nehmen wir den, ja, Fußweg. Hier ist übrigens der Sea Sparrow. Das war die 80. Belohnung. Also die Belohnung für das... Also nicht die 80. Belohnung, aber das... Sagen wir, die 8. Belohnung für das 80. Päckchen. Genau, und jetzt hier wieder aufpassen, dass wir nicht ins Wasser fallen. Das Päckchen ist genau hier. Jawohl. So. Und jetzt, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ja, ich grüße euch zu einer weiteren Folge von Let's Walk Through GTA Vice City. Begeblich zum Hause des Diebs. Ja genau, und zwar machen wir das, wir haben ja für unser 80. Päckchen den Sea Sparrow bekommen und das ist, sagen wir jetzt mal, der Helikopter, der jetzt für uns am, sag jetzt mal, am erreichbarsten ist, denn auf die westliche Insel bzw. das Festland kommen wir nach wie vor nicht. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal diesen Hubschrauber und fliegen mal zum Versteck des Diebes. Also das ist die erste Mission vom Koksbaron, von Dias. Deshalb sind wir ja auch bei seiner Villa. Der hat da seine riesen Villa, habt ihr hier gesehen. Genau, und der wurde irgendwie von einem Geschäftspartner betrogen. Und wir sollen jetzt rausfinden, wo der dieser Geschäftspartner... genau, wo der eigentlich ist. So, jetzt machen wir es clever. Wir parkieren diesen
Seespatz, wie das auf Deutsch heißt, parkieren wir hier. Upsala. Hier, ja, genau. Lassen die Türe offen und gehen mal schauen, wo dieser Typ ist. Schaut durch sein Fenster. Ah, da haben wir so ein süßes Robbenbild, Seal, ja. Seehund, dann Wal, ja. Schauen wir mal in die Wohnung. Jemand zu Hause? Ah, da ist er. Oh shit! Ja, oh shit. Loser! Ah, hat uns aber nicht getroffen. So, und jetzt hier runterspringen. 89. Päckchen. Und jetzt können wir ihm nachrennen. Hat aber den Nachteil, dass wir bei der anschließenden Verfolgungsjagd immer schauen müssen, dass er uns nicht zerschießt. Wir müssen aber trotzdem nah genug an ihm dranbleiben. Und hier gibt es einen Trick, wenn wir jetzt einfach mit dem Helikopter fliegen.